Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Beim letzten Mal haben wir Crystal Tokyo durchquert und die Bitches 5 besiegt. Und jetzt sind wir, ich weiß nicht wo, ich vermute mal im Crystal Palace oder zumindest nicht weit davon weg. Und mal sehen, was jetzt passiert. Es war mir vom Schicksal nicht bestimmt, gegen dich zu kämpfen. Ach ja, Schicksal, gluck, gluck. Keinen Schritt näher, sonst muss ich es trotzdem tun. Okay. Aus nicht näher definierten Gründen spule ich mal kurz zurück. Denn ich habe vergessen, einen Sicherheitssafe zu machen. Für den Fall, dass diese Aufnahme hops geht. So, jetzt. Ja, das brauchen wir dann nicht nochmal und weiter geht's. Okay, die Mondornamente lassen mich doch sehr vermuten, dass wir im Crystal Palace sind. Und ich gehe natürlich nicht dahin, wo ich offensichtlich hin soll. Das sieht irgendwie aus wie im Mondpalast. Und hier sind Zimmer von wahrscheinlich Senshi. Hier, ist hier was? Geht's hier weiter? Ist hier irgendwas? Nein. Okay, wessen Zimmer auch immer das hier ist. Das hier ist offenbar das Zimmer von Venus. Und hier ist auch nichts. Ach, ist es nicht toll, dass in dem Spiel so tolle Geheimnisse versteckt sind. Nix. Wie gesagt, es sieht dem Mondpalast so designtechnisch sehr ähnlich. Dabei sah, so wie wir es aus dem Anime und aus dem Manga kennen, der Crystal Palace dem Moon Castle überhaupt nicht ähnlich. Ach, das ist quasi Usagis Zimmer. Was sind das hier an den Seiten? Sind das Sessel? Ich lispel gerade ganz, ganz schlimm. Was hängen da für Bilder? Oho. Ja. Da fällt mir ein, das hier ist, glaube ich, eine 1:1 Kopie von Serenity's Zimmer, also Queen Serenity's Zimmer im Moon Castle. Naja. Man war sparsam. Okay, gehen wir mal hier hin. Ich möchte hier mit dir in Frieden leben. Aber da du eine Prinzessin bist, kann ich dir nicht näher kommen. Warum müssen wir unterschiedlicher Herkunft sein? Wäre es anders, dann müssten wir jetzt nicht gegeneinander kämpfen. Ja, wir müssen es ja auch nicht. Prinzessin, bleib fort, ich will nicht kämpfen. Bitte, Prinzessin. Ja, ja. Sieht aber fesch aus. Und da ist er. Das ist der Thronsaal, nehme ich mal an. Ansha! Bleib weg, Prinzessin. Komm nicht näher. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Komm nicht näher. Er wiederholt sich. Oh! Apsu! Ich werde die Prinzessin nicht bekämpfen. Ansha, du sagst noch immer solche Dinge. Sei still! Wenn ich gegen die Prinzessin kämpfen muss, dann werde ich sterben. Das ist ein Akt des Verrats. Nimm das! Flop. Ah, Prinzessin! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ah! Ansha! Muss dich euch alle töten! Er wird von einer bösen Energie kontrolliert, Mensch. Moon Healing Escalation und gut ist. Pass auf, Jimmy Moon! Ansha! Make up! Ganzes Team? Okay, ganzes Team. Ich habe keine Angst. Ach, Time Stop ist so eine unfaire Fähigkeit.
piu, 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 boom. Ja, nennt mich ein Cheater. Ich halte die einfach im Timestop. Ping! Spiegel, Spiegel, mach sie schwach! Wer genau weiß, wo das her ist, kriegt einen virtuellen Keks. Hat aber eine Menge Leben, das Vieh. Das Vieh, sag ich schon. Ich spekuliere mal darauf, dass wir keine weiteren Timestops mehr brauchen. Submarine Reflexion. Shaking. Man kann's, man muss es mitsprechen, es geht nicht anders. Hat aber echt viel Leben. Oh. Dann sollten wir vielleicht doch noch eine rote Kolonie anwerfen. Wahrscheinlich stirbt er jetzt. Natürlich. Oh, wir kriegen 50.000 Yen. Das ist nur völlig egal, weil wir schon am Maximum sind. Prinzessin, bist du in Ordnung? Naja, du hast dich nicht bewegt den Kampf über, also... Ansha! Es tut mir leid, Ansha. Mir tut es leid. Ich war so ein Schwächling. Ich habe dich immer bewundert. Irgendwie als hätten die eine voll lange Backstory. Haben die doch gar nicht. Aber ich war nur ein gewöhnlicher Junge. Obwohl, nee, stimmt. Die können sich sogar kennen, weil er ist ja auch aus Crystal Tokyo. Und du bist eine Prinzessin. Es gab keine Möglichkeit für uns zusammen zu sein. Doch, wenn du dich nicht mit Apsu eingelassen hättest. Aber ich habe dich niemals aufgegeben. Ich habe so oft daran gedacht, dich zu entführen. Genau so kommt man der Frau näher. Man entführt sie. Aber diese Gedanken hatte mir Apsu in den Kopf gesetzt. Dieses Schicksal, gluck gluck, will ich nicht. Ansha, hey, Ansha, halte durch. Prinzessin, er lebt noch. Apsus Schwachpunkt ist der Silberkristall. Sie ist machtlos dagegen, ja. Im Gegensatz zu so vielen anderen Schurken, die auch voll viel gegen den Silberkristall ausrichten können. Apsu ist nun im Turm der Zeit und verändert die Schicksale, gluck gluck. Ansha, ich... Boah, kann er mal endlich tot sein? Ansha, Ansha, stirb nicht! Ansha, das darf nicht passieren! Ansha! Chibi-Moon. Verdammt! Warum nur? Sowas können wir Apsu niemals vergeben. Ich warte noch auf so ein Auch wenn XY dir vergeben würde. Wir werden es nicht. Es ist noch zu früh, um zu trauern. Kleine Lady, es ist noch Zeit. Was meinst du? Mit deinem Silberkristall kann der Junge wiederbelebt werden. Du musst an dich selbst glauben, Small Lady. Puh. Gut, ich werde es tun. Macht des Mondes, rette ihn! Wie sieht es aus, Pluto? Alles scheint in Ordnung. Er ist nur noch bewusstlos. Jetzt sollten wir Apsu suchen, oder? Genau. Wir müssen Apsu besiegen und das wahre Schicksal wiederherstellen. Schicksal, gluck gluck. Richtig. Damit nicht noch mehr Menschen leiden müssen. Los geht's! Es ist an der Zeit, das mit Apsu endgültig zu regeln. Ansha, warte auf mich.
Ich werde dein Schicksal, gluck gluck, wiederherstellen. Oh, alle versammelt, ja. Wie geht es meinem zukünftigen Ich, Chibimon? Die haben wir überhaupt nicht gesehen. Wow! Sailor Moon, es gibt etwas Wichtigeres als das. Was ist los? Apsu hat den Turm der Zeit bestiegen, um das Schicksal, gluck gluck, zu verändern. Das Schicksal zu verändern, gluck gluck. Dann dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Beeilen wir uns. Wartet. Wir können uns nicht alle zum Turm der Zeit. Wir können nicht alle zum Turm der Zeit gehen, denn das Spiel lässt nur 5 Fünfergruppen zu. Das ist wahr. Wir müssen auch Shingo nach Hause bringen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Shingo in einen Kampf verwickelt wird. Aber wir können nicht alle Shingo nach Hause bringen. Wenn wir währenddessen unsere Schicksale gluck gluck geändert werden, ist es ein Desaster. Wir sollten uns erneut aufteilen. Gut. Dann kümmerst du dich um Apsu, Sailor Moon. Gut. Durch meine Kraft und den Silberkristall werde ich Apsu besiegen. Diejenigen, die stark genug sind, um Apsu zu besiegen, sollten mit Sailor Moon gehen. Also viel Glück, Sailor Moon. Ich werde die Verantwortung für Shingos Heimkehr übernehmen. Gut, Chibimon. Gib auf Shingo Acht. Okay. Ich bin diesmal nicht blöd. Ich mache mal hier ein Sicherheitssafe für den Fall, dass ich wieder eine total doofe Gruppe baue und nachher blöd dastehe. Also, zur Not kann ich dann ab hier weiterspielen. Safe Game Position Nummer 5 nehmen wir mal. So, wir groupen. Also, mit Sailor Moon sollen die starken Kämpfer gehen. Dann nehmen wir da Venus, Uranus, Jupiter für den Heilsturm und Pluto für den Time Stop. Setzen wir dem jetzt ein Ende. Sailor Moon, verliere nicht gegen Apsu. Natürlich nicht. Auch für Ansha werde ich sie im Namen des Mondes bestrafen. Viel Glück, Sailor Moon. Flop. Ah, sie geht mit Artemis. Hm? Wo ist Tuxedo Mask? Er hat doch hier noch nicht vor allzu langer Zeit gekämpft. Ja, er hat hier gekämpft und jetzt ist er nicht mehr da. Was schließen wir daraus? Diese Spur der Rosenblätter. Sie führt zum Tor der Zeit. Ihr steht vor dem Tor der Zeit. Egal was passiert ist, wir müssen gehen. Wow! Ach, das ist der freaky Zeitkorridor, ne? Die Rosenblätter scheinen in den Turm der Zeit zu führen. Der Turm der Zeit? Ist der nicht eingestürzt, als wir Pluto gerettet haben? Ich dachte schon. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht. Was ist das? Das ist der schiefe Turm der Zeit. Dort ist ein neuer Turm. Hahaha. Wie gefällt euch mein neuer Turm der Zeit? Wenn ihr Tuxedo Mask wiederhaben wollt, dann tretet ein. Natürlich nur, wenn ihr euch traut. Was hast du vor? Ich werde reingehen. Na klar. Final Dungeon? Fragezeichen? Diesmal wirklich. Oh! Tuxedo Mask! Sailor Moon. Es tut mir leid. Nach dem Sieg über Fiore wurde ich gefangen genommen. Ja, was auch sonst. Mr. Nutzlos. Können wir nicht fliehen? Das wird schwierig. Absolut mentale Energie wird als Schloss benutzt. Das ist eine seltsame Formulierung. Also müssen wir zuerst Apsu besiegen. Sieht so aus. Es tut mir leid, Tuxedo Mask. Dann können wir dich jetzt noch nicht befreien. Ich weiß übrigens, dass es Tuxedo Mask heißt, aber Tuxedo Mask wird im Anime immer gesagt. Das ist schon in Ordnung. Sorge dich nicht um mich. Mir geht's gut. Ich hänge hier ein bisschen rum. Konzentriere dich auf den Sieg über Apsu. Aber wenn du sie besiegst, dann werde ich frei sein. Und wenn du verlierst, dann werde ich sterben. Aber ich glaube an dich. Und wenn wir sterben sollten, dann gemeinsam zur selben Zeit, an verschiedenen Orten. Tuxedo Mask, weine nicht, Sailor Moon.
Wenn du Apsu besiegst, dann wird alles gut. Gib nicht auf, Sailor Moon. Gut, Tuxedo Mask. Ermutigende Musik. Aber wie komme ich jetzt an... Oh Gott, Kämpfe? Ich sehe gerade, ich muss sowieso regroupen. So geht das nicht. So, erstmal die Formation. Pluto kann ganz hinten bleiben, die ist nur für einen Timestop da. Ganz vorne stelle ich Venus hin und dahinter Uranus. Ich glaube, so ist am besten. Pluto ist zwar stärker als Moon, benutzt aber letzten Endes ja doch nur Timestop, also was soll's. So, hier gibt's Kämpfe, aber warum? So, ich will mal kurz sehen, ob die Gegner hier stark sind oder ob das alte Gegner sind. Uranus der Liebe klingt auch irgendwie strange. Und für alle Fälle Timestop. Ja, okay, wäre das damit geklärt. Wahnsinnig viel Erfahrung bringen sie auch nicht. Hier lang, um raus, um weiterzugehen. Okay, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter, bis ich ungefähr weiß, was ich tun muss, und dann ist die Folge auch zu Ende, denke ich. Ja, okay, ich habe verstanden, ich soll... irgendwie... Ach, das war dieser komische Turm. Ich bin ein reisender Händler. Möchtest du was kaufen? Ja, klar. Nee, eigentlich nicht. Ich habe von allem, was du verkaufst, genug. Aber nett, dass du da bist. Was ist das? Du findest einen Schokoladenparfait. Alles klar. Nephrite gefällt das. Naru nicht. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles für mich macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Kampf gegen Apsu, hoffe ich. Ciao, ciao.